Und wir gehen jetzt direkt nach Kathmandu zu Andrea Reisinger vom Roten Kreuz. Sie ist heute Abend in Nepal angekommen, wo sie sich besonders gut auskennt, weil sie 2 Jahre in Nepal gelebt hat. Guten Abend, Frau Reisinger. Sie sind wie viele internationale Hilfskräfte heute angekommen. Der Flughafen von Kathmandu ist ja der einzige Weg, wie überhaupt Hilfskräfte ins Land kommen. Wie schwierig ist denn das? Ja, es war sehr schwierig für uns heute reinzukommen. Wir hatten schon einmal 5 Stunden Delay in Katar und sind dann circa 4 Stunden im Luftraum verblieben, nämlich über zwischen Nepal und Indien, bevor wir überhaupt reinkommen konnten nach Kathmandu. Vor uns waren 15 Flugzeuge angestellt und wir hatten Sprit für 5 Stunden und sind dann wirklich 4 Stunden lang im Luftraum über Nepal geflogen, um erst nach Kathmandu reinzukommen. Und Gott sei Dank ist es mit der Landung gut gegangen. Jetzt kommen die internationalen Hilfskräfte, aber jetzt weiß man von Erdbeben, das Allerwichtigste sind die ersten 48 Stunden. Wie groß ist denn dann noch die Chance, überhaupt Lebende zu retten? Ja. Ja, die ersten 48 Stunden sind sehr wichtig. Wir gehen immer davon aus, dass die ersten 72 Stunden besonders wichtig sind. Wir sind jetzt ein bisschen über 60 Stunden. Das heißt, morgen wird ein ganz wichtiger Tag sein, um Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Wir sind heute auch mit einigen sogenannten Search and Rescue Teams reingekommen, also Spezialisten, die ausgestattet sind, um sozusagen in den Trümmern noch nach Überlebenden zu suchen. Morgen wird wirklich ein wichtiger Tag sein. Nepal ist ein sehr, sehr armes Land. Gibt es für die Rettungsarbeiten, die da in den nächsten Tagen und Wochen nötig sind, überhaupt genügend Ressourcen? Ja, in Nepal ist wirklich ein sehr armes Land, hat sich allerdings relativ gut auf ein Erdbeben vorbereitet. Die Experten haben ja schon sehr lange gewarnt, dass so ein großes Erdbeben im Kathmandu-Tal stattfinden wird. Wir haben zum Beispiel im Roten Kreuz im Kathmandu-Tal Leute ausgebildet und wir haben auch Ausstattung zur Verfügung gestellt, dass sich die Leute selber helfen können. Das war jetzt ganz wichtig in den ersten 48 Stunden. Jetzt mit internationaler Hilfe wird man schauen müssen. Also wir sind vorbereitet gut, dass wir die nepalesischen Kollegen unterstützen. Wir haben heute auch einen internationalen Hilfsaufruf gestartet, um 75.000 Leute in der Gegend zu unterstützen. Und die nächsten Tage werden sehr wichtig sein, um eben die betroffenen Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen. Es gibt erste Berichte, in denen darüber geklagt wird, dass alle Hilfsaktionen in diesen ersten 60 Stunden bisher nur in Kathmandu selbst stattgefunden haben und dass man außerhalb der Stadt noch überhaupt keine Rettungskräfte gesehen hätte. Können Sie dazu was sagen? Also ich weiß jetzt von den lokalen Kollegen vom Roten Kreuz, dass die überall in Nepal tätig sind. Es ist natürlich für uns Internationale sehr schwierig, jetzt vorzudringen. Wir sind ja sehr früh gestartet. Mein Kollege und ich aus Österreich sind heute erst angekommen in Kathmandu. Das heißt, wir könnten morgen versuchen, dann raus in die Regionen zu gehen. Und die internationale Hilfe wird sich jetzt wahrscheinlich dann auch auf die Regionen außerhalb von Kathmandu konzentrieren müssen. Was wird denn für die internationalen Helfer in den nächsten Tagen außer dem Retten von Überlebenden unter den Trümmern, aber was wird denn außer dieser Arbeit die wichtigste Tätigkeit für Sie sein? Na, sehr wichtig ist jetzt einmal die medizinische Erstversorgung. Wir kriegen zum Beispiel jetzt in den nächsten Tagen ein Feldspital nach Kathmandu, wo wir zum Beispiel die bestehenden Krankenhäuser, die es hier gibt, in der Umgebung auch unterstützen können, die Überlebenden zu versorgen. Was auch sehr wichtig sein wird, ist die Trinkwasserversorgung. Wir haben es jetzt selber gesehen, unser Hotel ist selbst vom Erdbeben beschädigt. Wir schlafen heute draußen und es gibt eine Wasserknappheit. Auch die lokalen Kollegen haben uns schon mitgeteilt, dass das Wasser im Kathmandu-Tal knapp ist. Das ist grundsätzlich immer so, dass es hier in Nepal, vor allem in Kathmandu, eine Wasserknappheit gibt. Jetzt sind natürlich Wassersysteme vom Erdbeben betroffen. Das heißt, es wird jetzt sehr wichtig sein, in den nächsten Tagen zu schauen, welche Wassersysteme funktionieren, welche müssen wir reparieren, wie können wir die Leute hier mit sauberem Trinkwasser versorgen. Was kann man denn von Europa aus am besten tun, wenn man sie unterstützen möchte? Wie kann man denn am besten helfen? Also am besten von Europa aus kann man immer mit Spenden helfen. Wir haben eben diesen internationalen Hilfsaufruf gestartet. Wenn man mit finanziellen Mitteln hilft, können wir hier vor Ort Hilfsgüter ankaufen und die Leute hier vor Ort versorgen.
berichtet direkt aus Kathmandu, Andrea Reisinger vom Roten Kreuz. Und weil in Kathmandu immer wieder der Strom ausfällt, haben wir dieses Gespräch unmittelbar vor der Sendung aufgezeichnet. Falls Sie für Nepal spenden möchten, alle Informationen dazu finden Sie im Teletext auf Seite 144 und im Internet auf orf.at. Und damit wechseln wir das Thema.